Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Manager 20. Im letzten Spiel erfolgreich 13-0 gewonnen. So wie man es auch sehen will. Ich kann mal eben. Hallo, ich will dich loben. Wie lange ist eigentlich noch verletzt? Warte, wo ist das mit dem Line nochmal? Ja, da können wir gerne einrichten. Transfer ist zur Laie. Okay. Jede Menge ablösefreie Transfers. Schüler bist du bestimmt auf jeden Fall. Was da? Ja, das. Der Torschütze kommt hin. Der Anschlag muss halt eben sein. Jetzt ist die Woche schon wieder zu Ende. Nur Thielmann ist wieder fit. TSV Steinbach Heiger hat Interesse, Lotte wieder fit. Stanasic angeschlagen. Die läuft sein als Weitmannschaft. Weil ich dann defensiv schon jedem Team arbeiten. Ja, also. Welsmüller, ich glaube, das wird so schnell nichts. Der Welt ist der Einblick. Ich habe nur einen Hinweis. 20. Im Beispiel persönlich auch noch dieser Brückenkarrierehund. Kann man so ein bisschen, glaube ich, auch abgreifen. Mal schauen, was so viele haben. Vielleicht kann da mal was Schönes. Eieiei. Sind aber viele frustriert. Borussia Dortmund steht an, das Spitzenspiel. Ja, der Klassiker. Das deutsche El Clasico. Was kommt jetzt? Ja, das weiß ich schon. Oder steht ein Interesse? Also, Französisch und Spanisch. Javi Martinez, kannst du irgendwie Spanisch? Wie siehst du?
不会想他摆什么技能。你看这什么东西啊，你连零可赢。So, da müssen wir auf jeden Fall gut überlegen, wie wollen wir hier rangehen. Also, auf dem Flügel sind wir nicht allzu gut besetzt, da fehlt die Hälfte. Also, Coutinho könnte man eigentlich halt überlegen. Ja. Doch, ich bin im Coutinho. Alaba wird Linksverteidiger spielen. Verteidigung möchte ich gerne lassen, so wie sie ist. Dann wird Thiago auf jeden Fall mit aufs Feld gehen. So, den. Dann darf ich aber Müller dann auf den ZOM. Kollegen. Dann ich würde gerne dann vielleicht ein paar Bar mitnehmen. Mai. Ich glaube, Mai können wir noch nicht später in der Champions League spielen lassen, da geht es sowieso nicht mehr um viel. Das heißt, da kann man ihn nur ausruhen. Aber ich werde gleich, dass er irgendwie verliehen wird, dass er Spielpraxis vernünftig kriegt. Gut, manche werden natürlich auch nicht schlecht, aber. Also, sollten wir uns glaube ich auch mal notieren. Vielleicht muss ich mir notieren, dass wir auf jeden Fall dann, wenn wir eine zweite Saison bei Bayern machen, dass wir uns auf jeden Fall auf dem Flügel verstärken holen. Ich mache einfach meine Scouts los. Da würde ich ihn, glaube ich, lieber für aufbewahren. Scouten. Ja. Gegner. Dann mal schauen. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach. Reus nicht da. Ist er verletzt? Wie gesagt, auch angeschlagen. Okay, das könnte unser Gewinn werden. Das könnte unser Gewinn werden, dass er nicht da ist. Dann könnten wir eventuell. Nee, könnten wir sie übertrumpfen. Weil, wer noch seit mich am Anfang dabei ist, oder wenigstens die Folge gesehen hat, mit dem Supercup-Spiel, der weiß, er hat uns mal lange geschossen. Also, das könnte jetzt eventuell endlich mal die Chance sein, dass wir gewinnen. Ja, also, wir haben uns auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, recht vorbereitet und hoffen, dass wir es jetzt erfolgreich in der nächsten Folge schaffen. Und an der Stelle würde ich sagen, ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.